Hallo lieber Tieftonliebhaber, in dieser Vlogfolge geht es um We Are Family von Sister Sledge. Ich zeige dir die originale Basslinie und wie du auf deine eigenen Ideen kommen kannst. Viel Spaß! Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. In dieser Vlogfolge geht es um ein super bekanntes Stück, das eigentlich jede Coverband als funkigen Klassiker im Repertoire hat. We Are Family von Sister Sledge. Und ich fange am besten gleich mal mit der originalen Basslinie an, und zwar mit dem Refrain. Die Akkorde sind eigentlich ganz einfach, wenn wir von den Basstönen ausgehen. Denn dann würde man sagen, es geht auf A-Dur los und dann kommt ein G-Dur und dann ein D7 und dann wieder G-Dur. Und wie gesagt, aus Bassistensicht stimmt das auch. Aber wie in so vielen Songs steckt auch hier eigentlich mehr dahinter, als es scheint. Denn die eigentlichen Akkorde sind A7, We Are Family. Und dann ein G add 9 schreibt man dann. Family. Das ist das A, was in der Melodie ist. Und dann kommt ein D add 11. Also ein D7 mit einer 11 dabei. Und die 11 sitzt auch in der Melodie. I got all my sisters. Das ist das G über den D-Akkord. I got all my sisters with me. Und dann aufgepasst, dann kommt kein G-Dur, sondern ein F über G. Hör dir mal den Unterschied an. Das ist der normale G-Akkord. Und das ist ein F über G. G. F über G. Das heißt ein F-Dreiklang mit dem G im Bass. Und wenn ihr jetzt im Proberaum steht und der Keyboarder oder der Gitarrist nicht genau weiß, was das da ist, was die da im Original spielen, und er spielt ein G, weil der Bass ja auch ein G spielt, dann weißt du jetzt Bescheid und kannst ihm zeigen, was es ist. Und das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber du hast gerade gehört, ein G-Dur klingt echt anders als ein F über G. Aber zur Basslinie. Was diesen Song nämlich so super bouncy und tanzbar macht, das ist die Basslinie. Denn zumindest im Refrain benutzt der Bassist Bernard Edwards drei typische Elemente für eine funky Basslinie. Erstens, Oktaven. So wie in so vielen Disco-Hits sind Oktaven ein deutliches Kennzeichen dieses Stils und machen einen Song immer gleich irgendwie beschwingt und tanzbar. Ich kann eine Basslinie so spielen oder mit Oktaven. Der Effekt ist klar, oder? Zweitens, vorgezogene Noten. Vielmehr spielt Edwards im Refrain sogar keine einzige Note auf dem Beat, also auf die 1. Alle Grundtöne sind auf der 4 und vorgezogen. Man sagt dann auch synkopiert, also die Verlagerung der Betonung von einer schweren Zählzeit auf eine leichte Zählzeit. In meinem Video über die Synkope erkläre ich das alles natürlich noch viel genauer. Schau es dir ruhig hier nach noch an. Der Link steht hier unten in der Beschreibung. Drittens, kurze Noten. Alles ist recht staccato gespielt und das macht es irgendwie knackiger und zackiger, eben funkiger. Mit langen Noten funktioniert das irgendwie nicht. Und zwar ist das Riff, das Edwards spielt, ganz einfach. Du musst es nur einmal lernen und dann spielst du auf jedem Akkord das gleiche Riff. Nur eben auf anderen Grundtönen. Also auf A, auf G, auf D und wieder auf G. Okay, es fängt also mit dem Grundton A im fünften Bund auf der E-Seite vor der 1 des ersten Taktes an. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Dann nochmal Grundton und dann eine Art Dead Note mit der jeweiligen Leerseite, in diesem Fall der E-Seite. Dann Grundton, Oktave, Grundton. Und das war's auch schon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ich spiel's mal langsam. 3, 4, 1. Genau am Ende jeder Runde sozusagen spielst du noch eine chromatische Note, das Gis, zurück zum A. Und du hörst, ich mache aus so einem Fragment einer Basslinie sofort eine Übung. Nochmal ein bisschen schneller und wieder im Zusammenhang.
Soweit ist es klar, oder? Dann fehlt jetzt natürlich nur noch das bekannte Slap-Lick. Und das ist auch ganz einfach. Das kommt nämlich nur in der dritten Runde eines Refrains. Und es geht so. Du poppst dann das C im fünften Bund auf der G-Seite und machst einen Hammer-On im sechsten Bund auf dem Cis. Und genau das gleiche, also diesen Rhythmus, spielst du noch zweimal. Einmal auf dem G im fünften Bund auf der D-Seite und nochmal im vierten Bund auf dem Fis und den Hammer-On auf dem G. Auch das Lick ist nicht auf der 1, sondern auf der 1 und. Immer zwischen den Zählzeiten, quasi als Offbeat, spielst du die drei Hammer-Ons. Und das kannst du wieder super als Übung isolieren und auf jedem Akkord jetzt so ein Lick spielen. Und das kann dann wiederum zu einer tollen Slap-Übung werden oder zu einem Solo-Teil, wenn ihr den Song mal live spielt. Okay, das ist also die Basslinie des Refrains. Ich wiederhole nochmal, vorgezogene Noten. Oktaven, kurze Noten und das Slap-Lick. Und das war's eigentlich auch schon. Wie gesagt, übe die einzelnen Fragmente ruhig für sich. Das trainiert deine Technik und du lässt die Basslinie des Songs nachher viel besser grooven. Jetzt geht's weiter zum zweiten Teil, zur Strophe. Da macht Bernard Edwards genau das Gegenteil, kann man sagen. Er spielt auf jeden Beat des ersten Taktes und das gibt dem Ganzen viel mehr Ruhe und das ist natürlich wieder genau das, worum es in Musik geht. Spannungsaufbau und Auflösung. In diesem Fall also Spannung durch die synkopierte Linie im Refrain und mehr Ruhe in der Strophe, damit der Refrain danach wieder schön herausspringt. Die Strophe hat drei Akkorde und zwar ganz einfach die erste Stufe, A, dann ein E-Moll-7 anstelle eines E-Dominant, den du eigentlich erwarten würdest, weil es die fünfte Stufe von A ist. Aber der E-Moll, der macht das Ganze auch wieder etwas smoother, ja auch etwas ruhiger. Ein Dominant-Akkord hat nämlich auch diese Reibung, die zur Tonika, zur ersten Stufe, auflösen will. Und das hat ein Moll-7-Akkord nicht. Jetzt aber zur Basslinie. Die Strophe fängt also auf dem A an, im fünften Bund auf der E-Seite, direkt auf die 1. Und du spielst eigentlich nur ein A7-Arpeggio. Das A wird kurz wiederholt und dann spielst du die Terz, das Cis im vierten Bund auf der A-Seite, dann die Quinte, das E im siebten Bund auf der A-Seite und die Septime, das G im fünften Bund auf der D-Seite. Und sobald du auf dem G angekommen bist, geht es gleich mit einem oder eigentlich zwei einfachen Hammer-Ons weiter, nämlich einmal vom G zum A und das gleiche machst du eine Seite tiefer im fünften Bund auf der A-Seite zum siebten Bund auf der A-Seite vom D zum E und spielst danach einfach zurück zum A auf der E-Seite. Auch hiervon kannst du wieder eine super Fingerübung machen. Einfach immer Hammer-Ons. Über alle Seiten. Und dann immer einen Bund höher. Das musst du natürlich erst langsam üben und dann das Tempo langsam steigern. Ich muss hierbei an eine ähnliche Übung denken, die ich in meinem Gratis-Basskurs zeige. Der einzige Unterschied ist, dass du da keine Hammer-Ons spielst, sondern jede Note anschlägst. Du kannst dich übrigens völlig kostenlos zu diesem gratis Probe-Basskurs auf floriansbassunterricht.de anmelden. Dann kannst du 2 Wochen lang erfahren, wie meine Basskurse und Lektionen und Übungen und Playalongs aufgebaut sind und wie die Webseite funktioniert. Den direkten Link findest du hier oben oder er steht natürlich auch unten in der Beschreibung. Okay, die erste Hälfte der Strophenbasslinie hast du schon und auch von diesem ersten Takt kannst du wieder eine tolle Übung machen. Spielst zum Beispiel einfach über die Akkorde des Refrains. Mm-hmm.
Die zweite Hälfte der Strophenbasslinie ist ebenfalls total einfach. Du spielst nämlich lediglich das E und seine, ja, jetzt muss ich sagen, zwei Oktaven. Denn ich habe das gerade erst entdeckt, dass Bernard Edwards nämlich immer noch das tiefe E zwischendurch spielt. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen und ich spiele das Stück schon seit fast 30 Jahren. Du spielst also das E im siebten Bund auf der A-Seite, dann die Oktave und dann das tiefe E, die Leerseite. Und dann das D im fünften Bund auf der A-Seite und die Oktave im siebten Bund auf der G-Seite. Mach aus diesem Rhythmus auch gleich wieder eine Übung und spiel das Riff zum Beispiel über E und D und C. Einfach so als Übung, damit du den Groove und die Rhythmik in dein Ohr und in deine Finger bekommst. Okay, zurück zur Basslinie. Jetzt kombinierst du einfach die beiden Teile. Den ersten Takt und dann den zweiten. Und jetzt gibt es noch zwei kleine Sachen, die wichtig sind. Zum E, im zweiten Teil dieser Strophenbasslinie, machst du einen kleinen Slide. Der fühlt sich eigentlich schon total natürlich an, weil du mit dem Zeigefinger sowieso vom fünften Bund von D kommst. Und das zweite ist noch eine oder zwei 16. Dead Notes vor der 1 der nächsten Runde. Und da kannst du kurz die E-Leerseite spielen oder eine Dead Note auf der E-Seite oder auch von der oberen Seite der A-Seite abrutschen. Das lässt das Ganze irgendwie noch ein bisschen natürlicher klingen und es macht es weniger steril. Hier mal ohne Dead Note. Und mit. Wenn du die Basslinie gut mitspielen kannst, fang dann langsam an, dir deine eigenen Variationen auszudenken. Deine eigene Basslinie. So machst du dir den Song wirklich eigen. Und wie gesagt, der Song bietet sich auch wunderbar als Bassfeature an. Ich hoffe, du kannst was mit dieser Vlog-Folge anfangen und es hilft dir nicht nur bei We Are Family, sondern auch im Allgemeinen, wenn du dir Basslinien raushörst. Nimm immer einzelne Teile heraus und mach dir gleich eine Übung davon. Oder spiel den Teil zur Übung über andere Akkorde, in anderen Lagen, was auch immer. Auf diese Weise lernst du dein Instrument wirklich super gut kennen. Wie schon gesagt, wenn du mehr Bassunterricht, mehr Videos, Basskurse und einen Haufen Playalongs haben möchtest, dann melde dich einfach auf floriansbassunterricht.de an. Und teil dieses Video, wenn es dir gefallen hat, gerne auch wieder auf Facebook, Google und Twitter. Abonnier auch meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Glocke ein, dann bekommst du immer Bescheid, wenn es was Neues gibt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß.